Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch, und zwar das LG G6 Langzeit-Review. Schauen wir mal. Ja, genau, da sieht man auch schon das sehr gute Display. Und zwar benutze ich dieses Handy seit Mai diesen Jahres, also Mai 2017. Und benutze es eigentlich seitdem her als Daily Driver und auch viel als Vlog-Kamera quasi. Am Osmo zum Beispiel, den ich mir letztes Jahr gekauft habe, Osmo Mobile, habe ich das relativ oft verwendet für meine Vlogs. Und es ist ein sehr, sehr gutes Handy, so viel sage ich jetzt schon mal. Aber jetzt beginnen wir mal mit den Punkten, die ich mir hier notiert habe. Was ich gut und was ich schlecht finde an dem LG G6. Und natürlich fangen wir mit den schlechten Punkten an. Das macht man normal so, hoffe ich zumindest. Genau. Und da sind mir besonders aufgefallen, einmal natürlich, dass wir hier auf der Rückseite den Fingerabdrucksensor haben. Es ist besser gelöst als bei Samsung. Das ist auf jeden Fall so. Aber wenn man das Handy in der Hand hält und drankommt, nur mit der Handfläche, vibriert das Handy immer. Weil das merkt natürlich, dass irgendetwas auf den Fingerabdrucksensor kommt und tut automatisch dann versuchen, das Gerät zu entsperren. Das fand ich nicht ganz optimal, denn wenn man fünfmal versucht zu entsperren im Fingerabdruckscanner, und es scheitert, dann muss man das Ganze per Muster lösen, weil dann die Fingerabdruckentsperrung leider gesperrt ist. Also es funktioniert halt nicht, mit dem Fingerabdruck mehr zu entsperren, damit man es eben auch nicht zu oft versucht und so etwas. Genau. Dann machen wir einfach mal weiter mit dem positiven Punkt. Das ist jetzt einer der negativen Punkte. Es kommt noch ein einziger anderer negativer Punkt, der mir jetzt aufgefallen ist. Genau, aber sonst machen wir erstmal mit den positiven Punkten weiter, weil der gehört zu einem positiven Punkt, der Punkt, den ich als negativ habe. Genau. Natürlich für mich als YouTuber ganz wichtig die Kamera. Wir haben hier eine Dual-Kamera auf der Rückseite. Und es ist eine sehr, sehr gute Kamera, das muss ich schon mal sagen. Also es ist von der Helligkeit, von allem, man kann alles einstellen. Es ist wirklich eine sehr gute Kamera. Ich müsste jetzt nachschauen, was für Specs die hat, also welche Eigenschaften die Kamera hat. Auf jeden Fall haben wir, glaube ich, eine 2,8er Blende. Und jetzt zeige ich euch mal einfach hier die Kamera. Da sieht man jetzt gerade das Baugerüst, was hier eigentlich steht. Das fokussiert direkt da drauf. Also der Fokus ist sehr, sehr gut. Schon mal allein das zu der Kamera. Der Fokus ist wirklich extrem gut. Er zieht extrem schnell nach und hat auch viele Fokuspunkte. Pumpt auch nicht, also auf jeden Fall nicht so viel. Nicht, dass ich es deutlich gemerkt habe. Genau, und was natürlich der Vorteil ist, ist die extrem gute Weitwinkelkamera. Die Weitwinkelkamera filmt in einem Winkel von 120 Grad. Das ist deutlich mehr als die meisten Kameras. Also man kann ohne Probleme ein 3- bis 4-stöckiges Haus fotografieren, wo man die Eingangstür unten sieht und oben die obersten Fenster noch sieht. Ich kann euch hier auch mal ein Bild dann vielleicht einblenden, falls ich eins finde. Genau. Und sonst haben wir einen Pro-Modus verbaut. Ich habe hauptsächlich in diesem Pro-Modus gefilmt. Man kann dort in diesem Pro-Modus, das werdet ihr jetzt in Überblendung sehen, wirklich alles einstellen. Über Fokus, komplett manueller Fokus für Video. Das habe ich bei Samsung bisher nicht gefunden. Also auf jeden Fall nicht in meinem Samsung Galaxy S6 Edge. Da habe ich das versucht. Da musste ich sogar extra eine eigene App runterladen, damit ich diesen Fokus habe für Videofunktion. Es gibt zwar einen Pro-Modus, aber da schaltet es automatisch, wenn man das Video anfängt, auf den Autofokus um quasi. Genau. Und dann kann man einstellen Helligkeit, also ISO, man kann die Wärme einstellen, also die Bildwärme kann man einstellen von
drei Auerstufen bis ganz kontrastreich kann man alles einstellen. Genau, dann kann man natürlich auch Helligkeit noch nachstellen. Man kann, also es ist sehr, sehr viel, was man einstellen kann. Und der hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Wir haben natürlich eine 4K-Kamera verbaut. Die habe ich manchmal verwendet, habe aber dann doch eher die 1080p-Funktion verwendet, wo man in 60 FPS filmen kann. Das hat mir bei den Vlogs sehr geholfen, da ich auch mal eben so kurze Slow Motion quasi machen konnte mit 60 FPS, ist ja die doppelte Bildrate. In 4K können wir nur mit 30 FPS filmen. Genau. Sonst ist natürlich, jetzt kommen wir mal zu einem weiteren Punkt, die Helligkeit war sehr gut. Also ich kann es euch mal zeigen, man sieht es jetzt vielleicht nicht ganz so gut, aber die Helligkeit dieses Displays ist wirklich extrem gut. Ich fliege ja Drohne, ich habe eine Phantom 4 und die verwende ich natürlich ausschließlich draußen, da wo die Sonne scheint. Natürlich nicht, wenn direkt die Sonne drauf scheint, dann ist es nicht mehr gut abzulesen, aber wenn man sich ein bisschen von der Sonne wegdreht, kann man wirklich noch sehr gut das Bild sehen. Genau. Akku hat mir eigentlich auch immer gereicht, also da ich sehr viel film, ist natürlich hier die Kamera, also der Akku, dadurch auch sehr stark beansprucht. Es war aber immer so ein starker Akku, auch jetzt noch nach 4 Monaten, oder? Mai, Juni, Juli, August, ja, 4 Monate, ist die Akku noch so gut, dass ich locker durch einen Tag komme, wenn ich filme. Also wenn ich filme, immer so Szenen, immer Impressionen, wie ihr es von meinen Vlogs kennt, dazwischen, ist es wirklich, komme ich noch locker durch einen Tag. Also der Akku mit 3300 mAh, glaube ich. Sonst blende ich es euch hier nochmal unten ein, falls es nicht stimmt. Ist da auf jeden Fall richtig im Platz. Dann kommen wir zu dem Display. Das Display ist, wie ihr es vielleicht gesehen habt, seht ihr jetzt auch nochmal auf der Überblendung, ein 18:9 Display. Das heißt, wir haben können komplett, also wir können ein sehr gutes Dual-Fenster-Bild machen quasi. Wir haben genau die Hälfte, wir haben immer zwei quadratische Fenster quasi, weil wir auch genau das Doppelte haben, also von 9 ist 18 das Doppelte. Genau, und dadurch ist es natürlich etwas größer. Es ist nicht so groß wie, glaube ich, das von einem Samsung Galaxy S8. Aber da nagelt es mir jetzt nicht fest, ich kann es nicht genau sagen. Genau, auf jeden Fall ist es hier mit kleinen abgerundeten Ecken, relativ dünnen Displayrändern. Die haben natürlich das Design auch noch ein bisschen vollendet. Was ich ein bisschen schlecht fand, und das habe ich auch schon bei einigen anderen YouTubern gesehen, dass die Ecken, also quasi die runden Ecken, sind nicht gut abgerundet. Also sie sind relativ unsauber abgerundet. Das hätte man definitiv besser machen können. Und man sieht von dem Glas den Rand zu dem Display ist auch ein kleiner Unterschied. Von der Rundung von dem Glasrand, also wo es in Schwarz übergeht, zu dem Display, was dahinter liegt, ist ein kleiner Unterschied und das hat mir jetzt nicht ganz so gut gefallen. Jetzt kommen wir zu dem einen negativen Punkt, den ich noch hatte. Wenn man das Handy in einer Hand hält und ich habe ja nicht so große Hände, dann ist es manchmal schwierig, auf die andere Seite der Tastatur zu kommen. Das habe ich so mitbekommen, indem ich einfach indem ich es genutzt habe, weil ich immer eigentlich irgendwas anderes in der Hand habe, sei es ein Rucksack, den Osmo, irgendwelche Tonaufnahmegerät. Gerade dann, wenn ich irgendwas getippt habe, da geht's eigentlich noch, aber es ist nicht mehr ganz optimal, um dran zu kommen an alle Buchstaben bzw. an die anderen Seitenränder, wenn man irgendwas rüber sliden muss oder so etwas. Genau, sonst spreche ich wie alle anderen YouTuber, unter anderem verlinke ich euch unten in der Beschreibung das Video von Felix Bar, ist natürlich ein viel größerer Kanal als ich. Der hat eine klare Kaufempfehlung für das LG G6. G6
gegeben, weil es momentan auf Amazon nur knapp über 400 € kostet. Der neue Preis bei diesem Gerät liegt bei 749 € und es liegt jetzt nach 4 Monaten nur knapp über 400 €. Genau, ich verlinke euch unten die Videos von Felix Bar und von iNewReview. Beides größere YouTuber als ich natürlich, aber die machen sehr, sehr gute Videos. Habe ich beide abonniert und genau, schau mir immer alle Videos an. Verlinke ich euch beide Videos unten. Schaut gerne bei deren Kanäle vorbei, falls ihr das hier seht. Schöne Grüße an euch. Und genau, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir ein Abo da und ein Like. Genau, ich freue mich sehr darüber. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Seid kreativ, bleibt gesund und ciao.